der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hotelcheckers. Ich freue mich sehr, euch heute aus der Domstadt Köln begrüßen zu dürfen. Und es gibt tatsächlich in Köln, habe ich ja schon so einige Hotels getestet, ein Hotel, wo ich noch gar nicht gewesen bin. Stimmt nicht so ganz. Ich war hier schon mal direkt nach der Eröffnung im Jahre 2002 im Zuge der Kölner Möbelmesse. Da haben wir hier in einem Saal gefeiert, aber da habe ich hier nicht übernachtet. Und das werde ich jetzt nachholen. Einige Jahre später, im Jahre 2021, bin ich mal wieder im Hilton in Köln, direkt am Hauptbahnhof, demnach auch direkt am Dom und der Einkaufsstraße. Von hier aus kann man alles fußläufig hervorragend erreichen. Ich habe diesmal kein Standardzimmer genommen. Nein, ich habe mir gedacht, ich nehme gleich die King Junior Suite. Und was macht eine Junior Suite aus? Dass es in der Regel auch immer noch eine separate Sitzgarnitur hat. Ihr könnt das hier im Hintergrund sehen, das ist hier auch in der Tat der Fall. Manchmal sind die Räume dann zum Schlafzimmer nochmal abgetrennt, das ist hier nicht der Fall. Das hier ist ein riesengroßer Raum. Ich zeige euch gleich auf der Seite das Bett, da haben wir das Sofa, wie gesagt. Und wir haben nochmal ein riesengroßes Badezimmer. Ich bin hier im 7. Stock untergebracht. Die Anordnung der Fenster ist mal was ganz anderes, ganz interessant gemacht, aber das schauen wir uns jetzt noch mal in aller Ruhe an. Jetzt geht's los mit dem Rundgang. Viel Spaß! So, beim Blick auf den Fluchtplan, da wird es gleich interessant, weil in der Regel ist es ja immer so, dass auf einer Etage, dass es da Standardzimmer gibt und etwas größere Zimmer, aber die sind hier alle gleich groß. Das heißt, das sind also alles sogenannte King Junior Suiten, die dann dementsprechend größer gestaltet sind. So, wir kommen hier in das Zimmer rein und haben auf der rechten Seite gleich den Kleiderschrank. Auch mal was anderes hier mit Grau in Verbindung mit Nussbaum abgesetzt. Jetzt muss mal das geschielte Möbelauge hier ein Auge drauf werfen. Das sieht in der Tat aus wie Echtholzfurnier. Jawohl, das ist ein Echtholzfurnier, also sehr hochwertig gemacht. Und wenn wir die Türe öffnen, dann haben wir hier die zwei Morgenmäntel, wir haben die zwei Badeschuhe, wir haben den Safe, der darf nicht fehlen, den Föhn und auf dem Flur ist wie immer bei den Amis der Eiscrasher und dieses Behältnis kann man dann mit den Eiswürfeln füllen. So, da haben wir nochmal den Schuhanzieher und auf dieser Seite dann die Möglichkeit, Kleidung zu hängen. Da hängt schon was von mir drin und natürlich darf das Bügelbrett und Bügeleisen auch nicht fehlen. Das Licht geht an, wenn man die Türe öffnet. Das ist wie zu Hause beim Kühlschrank. Da kann man dann immer noch ein bisschen mehr sehen, als wenn alles in der dunklen Ecke bleibt. So, und dann kommen wir hier in diesen riesengroßen Raum herein und ihr seht es schon, das hat hier diese Aufteilung auf der rechten Seite eine gemütliche Sitzecke, ein Zweisitzsofa und nochmal zwei einzelne Sessel. Also hier hat wirklich jeder Übernachtungsgast, ganz klar, und natürlich auch dann noch zusätzliche Gäste Platz. Auch hier der Tisch in diesem Nussbaum gehalten und die zwei Stehlampen in Verbindung mit dem Bild dahinter. Das sieht auch immer sehr nobel aus. Und was jetzt hier so ein bisschen anders ist als in den normalen Suiten oder Standardzimmern, das ist, dass wir hier oben diese Fenster haben, insgesamt 6 Stück. Das ist also hier so eine leichte Dachschräge. Man kann das sehen, wenn ich das Handy jetzt so leicht nach oben drehe. Ich hoffe, es fällt nicht runter. Da ist dann auch nochmal so ein Rauchmelder da ganz oben. Und insofern haben wir hier eine unheimliche Höhe, was diese Zimmerhöhe angeht. Dafür sind dann hier aber nur 3 kleine Fenster vorhanden, aber der Blick ist jetzt auch nicht so berauschend, man kann schon so einiges sehen, aber diese Fenster lassen sich komplett öffnen. Das ist ja auch nicht immer der Fall. So, wenn man jetzt mal so einen Blick nach draußen wirft, dann sieht man, man kann zwar den Dom nicht sehen, der ist auf der anderen Seite, aber man kann über die Dächer von Köln schauen und da auch schon so einiges erkennen, was in der Ferne liegt. So, die Fenster schließen wir mal wieder. Das war heute ziemlich kalt draußen und ich bin hier reingekommen, da war die Heizung nicht an, die musste ich erstmal so ein bisschen aufheizen. Ja, auf der Seite haben wir dann im selben Stil Nussbaum grau geprägt eine Musikanlage. Das ist ja mal was Schönes und darüber dann der große LG-Fernseher, der reicht vollkommen aus. Der ganze Fernseher ist dann eingelassen hier in diesem Vorbau
Und da haben wir die Klimaanlage, die ich gerade ansprach, warum jetzt hier zwei vorhanden sind, keine Ahnung. Übrigens, ich gehe mal davon aus, dass hier die eine noch vom Beginn an verbaut worden ist, also 2002, und die andere danach gerüstet worden ist. Die sieht mir dann doch ein bisschen moderner aus. Das Mobiliar tippe ich mal, jetzt könnt ihr auch schon die Bettanlage sehen, dass die tatsächlich aus den Anfangsjahren hier noch besteht, also seit 2002. Das ist durchaus so ein Stil, der damals verbaut worden ist. Hier das riesengroße Bett mit den vier Kissen. Wie gesagt, ich habe das in anderen Videos schon mal gesagt. Ich habe immer das Gefühl, die wachsen. Das ist wirklich ein Kingbett, das kann man nicht anders dazu sagen. Und dann hier vor nochmal dieser Hocker bzw. diese Bank. Das ist ja schon eine ausgewachsene Bank in Leder. Das kommt natürlich auch immer schick rüber. Und was auch in Leder gestaltet ist, das ist dann hier diese Rückwand. Vom Kopfteil, oh, auch schön gepolstert, fühle ich gerade. Das fühlt sich wirklich gut an. So, und hier haben wir dann diese schicke eingelassene Wandlampe. Und wer abends noch im Bett lesen möchte, der kann das tun. Einmal hier diese Drehlampe nach außen ziehen und dann kann man die dementsprechend so drehen, wie man es haben möchte. Die geht dann automatisch aus, wenn man sie wieder in ihr Häuschen zurückschickt. Ja, Steckdose ist da. Dann hier nochmal eine Schublade. Da kann man noch einiges unterbringen. Also, das sieht schon sehr gemütlich aus. Ich habe mich tatsächlich noch nicht aufs Bett gelegt. Darüber dann nochmal der Spiegel. Lässt das Zimmer natürlich auch nochmal größer erscheinen. Und hier kann man dann seine Büroarbeiten verrichten. Auch hier mit diesem schicken Grau gehalten, dieser Ledersessel. Und dann hier passend der Nussbaumtisch. Oder man kann hier eine Kleinigkeit essen. Ja, da sind dann auch nochmal die Möglichkeit, ein Netzwerkkabel anzuschließen, USB sehe ich gerade, und dann auch für die Amis dann die passenden Stecker, weil die können natürlich mit unseren Euro-Steckern nicht so viel anfangen. Ja, und was ihr hier drauf seht, das ist eins meiner Lieblinge in den Hotelzimmers, und zwar befinden sich da Kapseln dahinter. Wofür brauchen wir Kapseln? Ganz klar für diese Maschine jetzt, die hier auf der linken Seite zum Vorschein kommt. Eine Krupps-Maschine, eine Nespresso-Maschine, da kann man sich Kaffee zubereiten. Das habe ich schon getan, ich habe gerade schon genascht. Und wer keinen Kaffee mag, der kann sich hier auch Tee zubereiten. Grüner Tee ist da, sehe ich gerade. Englisch-Tee ist da. English Breakfast. Also hier ist auch für den Teeliebhaber gesorgt. So, da macht man dann den Tee, also beziehungsweise das heiße Wasser mit. Auch schön hier mit dieser Schublade. Auf der linken Seite, ja, da ist dann nichts mehr dahinter. Und hier drunter, da haben wir den Kühlschrank, der normalerweise leer ist, da habe ich aber schon so ein paar Sachen von mir reingestellt, um das Ganze dann auch kühl zu halten. So, auch das immer sehr praktisch hier in dem Kühlschrank untergebracht. Ja, das ist jetzt im Grunde genommen hier dieser komplette Raum, den wir abgearbeitet haben. Auf der linken Seite das Schlafzimmer, auf der rechten Seite dann hier diese Sitzmöglichkeit. Sieht alles sehr gemütlich aus. Hier unten haben wir ein Holzparkett, das kann man auch sofort erkennen. Das ist kein Laminat, sondern ein richtiges Parkett. Und darauf dann der Teppich, das ist natürlich immer hygienischer, als wenn man jetzt hier so einen 70er-Jahre-Hochflorteppich hätte. Dann kommen wir noch zum Badezimmer. Ja, und das Badezimmer, das ist auch so typisch 2000 herum. Vom Stil her, also das wurde bis dato noch nicht renoviert, ist ja auch nicht unbedingt nötig. Hier ist die Toilette, hier haben wir dieses große eingelassene Waschbecken, dieses ovale mit dieser schicken Armatur da drauf. Und wir haben wieder Hilton typisch auch jede Menge Badeutensilien von Shampoo über Conditioner bis zum Bodywash ist an alles gedacht worden. Hier ist die Duschhaube. Ja, die Seife habe ich schon ausgepackt. Und hier dann die eigenständige Dusche, diesmal nicht in der Badewanne. Was mir hier fehlt, ist die Regendusche oben, aber die hatte man 2000 auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Da hat man tatsächlich noch mit dieser normalen Handbrause gearbeitet, aber die tut natürlich auch ihren Dienst. Und hier ist dann die Badewanne. Ich gehe mal davon aus, in den Standardzimmern wird die wahrscheinlich auch verbaut sein, aber dann nicht mit der separaten Dusche, sondern da wird die Dusche dann hier in dieser Badewanne vorhanden sein. Ja, gut, damit macht man natürlich nichts falsch hier mit weißen Fliesen. Da hinten an der Wand auf der rechten Seite seht ihr die Heizungsregelung für genau diese Heizung hier. Da werden dann nach dem Duschen die Handtücher schön nee, wie sagt man, mollig warm. So, genau. Ja, ansonsten sind wir dann auch schon einmal durch. Was mir hier gefällt, ist durchaus diese Aufteilung und diese, normalerweise mag ich ja keine hohen Wände, aber das kommt jetzt hier durch diese Fenster dann doch mal ganz anders rüber und vermittelt auch ein großes Raumgefühl. Und gerade das macht hier dieser große, Raum dann auch, gemütlich.
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, man kann, wem das jetzt da oben zu hell wird in der Nacht, separat auch nochmal hier. Na ja, man kann sehen, komplett das Ganze verdunkeln. Und dann wird es hier schon sehr, sehr dunkel. Na, wenn man sich jetzt hier mal umschaut, also das ist schon ein anderes Lichtverhältnis als gerade eben. So, ich mache es mal wieder hoch. Wenn es gehen würde. Wahrscheinlich braucht es ein bisschen. Guido und Technik, ne? Das ist doch der Schalter hier für hoch. Wieso geht denn das nicht? Naja, ich muss mal gleich unten anrufen und sagen, ich habe Mist gebaut. Meine lieben Freunde, das soll es auch schon gewesen sein. Hier aus Köln, aus dem Hilton Hotel, aus der King Junior Suite verabschiede ich mich hier aus dem mittlerweile dunkel gewordenen Zimmer. Wenn ihr mir jetzt ein Abo da lasst, dann braucht ihr nur oben rechts auf Check-in klicken. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jedes Like. Ich verabschiede mich mit diesen letzten Bildern aus Köln und sage bis in Kürze. Ciao, ciao, der Hotelchecker.